Wie kannst du zum Vegetarier werden? Hast du dich entschlossen, Vegetarier zu werden, willst aber wissen, wie das geht? Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast einen wichtigen Entschluss getroffen. Du hast dich entschlossen, Gutes zu tun für dich selbst, für die Tiere, für die Umwelt, für den Planeten Erde. Heutzutage kann es kaum eine wichtigere Entscheidung geben, als Vegetarier zu werden. Wie kannst du jetzt Vegetarier werden? Zunächst einmal kannst du überlegen, wie willst du dich vegetarisch ernähren? Mein Tipp wäre, wenn du schon Vegetarier werden willst, dann werd doch gleich zum Veganer. Warum willst du dich zweimal umstellen? Verzichte auf Milchprodukte, Eier und so weiter. Und dann ist es gut, irgendwo zu überlegen, wie deine Ernährung insgesamt aussehen soll. Das ist durchaus gut, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich persönlich empfehle die vegane Vollwerternährung mit Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse, Salate, eine gewisse Menge von Nüssen und Saaten und kaltgepressten Ölen. Also nicht zu viele verschiedene Produkte, sondern möglichst frisch. Aber nicht für jeden ist das, wie er sich gerne ernähren will. Dann ist manchmal die Frage, soll man plötzlich auf einmal umstellen oder schrittweise umstellen? Beides gibt es. Ich selbst bin im Alter von 16 Jahren plötzlich Vegetarier geworden. Mich hat es überkommen. Es gab zwar ein Prozess von einiger Zeit, aber ich war zum Schluss gekommen, für mich sollen keine Tiere mehr sterben. Und ich habe meinen Eltern gesagt, von heute an werde ich Vegetarier, ich werde kein Fleisch mehr essen. Und es hat mir gut getan. Diese plötzliche und radikale Umstellung war gut. Ich habe keinen Kopfweh mehr gehabt, mein Heuschnupfen ist verschwunden, die Akne, die ich hatte, ist verschwunden, Magenprobleme, die ich vorher hatte, sind auch verschwunden. Ich bin Vegetarier geworden, rein aus ethischen Gründen, Tierschutzgründen, hatte gar nicht damit gerechnet, dass das gesünder ist. Und ich war eigentlich erstaunt, wie gut mir es getan hat, plötzlich Vegetarier zu werden. Ich muss dort eine Einschränkung machen. Als ich Vegetarier geworden bin, habe ich zunächst gesagt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, bei Großmutter oder sowas, werde ich vorübergehend auch ab und zu mal noch etwas Fleisch essen, wenn es nicht vermeidbar ist. Aber schon ein paar Monate später wurde ich dann radikal und konnte es einfach nicht mehr ertragen, Fleisch zu essen. Gut, ich war dann aber, man würde sagen, Lacto-Vegetarier. Erst im Alter von 48 Jahren bin ich dann zum Veganer geworden. Als ich 16 war, war das Konzept von vegan eigentlich mindestens da, wo ich gelebt hatte, gänzlich unbekannt. Und mir war auch noch nicht bewusst, dass auch Milch mit Grausamkeit verbunden ist. Eine zweite Weise, Vegetarier zu werden, ist schrittweise. Du könntest sagen, erstmal isst du nur an einer Mahlzeit am Tag Fleisch und die andere nicht. Und dann sagst du vielleicht nur an 1-2 Tagen die Woche esse ich noch Fleisch. Oder du kannst diese buddhistische Sache machen, zu Hause kommt mir kein Fleisch auf den Tisch, aber außerhalb ab und zu mal vielleicht doch. Und so könntest du schrittweise dich hinbewegen. Und manchen liegt das. Also, mit jedem Fisch, den du nicht isst, ist schon viel Gutes getan. Mit jeder Henne, die wegen dir nicht getötet wird, ist viel Gutes getan. Mit jedem Stück Muskel, das wegen der keine Kuh oder kein Schwein oder keine Ziege, kein Schaf getötet wird, ist vieles getan. Jede Menge von Fleisch, die du nicht isst, ist schon gut. In diesem Sinne, schrittweise Vegetarier zu werden, ist schon gut. Am besten ist, vollständig Vegetarier zu werden.